Ah, hier! Ja, mit den letzten Bildern doch. Also, ich habe riesiges Respekt vor dem Auto irgendwie. Ich auch. Okay. Will ich euch mal beifahren sein? Ich fahre die ganze Zeit, fahre ich die ganze Zeit, fahre ich nicht. Es steht fest. Aber fährst du noch? Was denn? Ja, du willst genießen. Ey, du wolltest doch immer Trabi fahren. Ja, ist okay. Einmal beifahren, habe ich gesagt. Okay. Nee, hast du nie gesagt, du hast gehört, da, Trabi da musst fahren. Du, da musst du mir mal ein Video aufnehmen von mir nachher mal, okay? Wie du fährst? Soll ich jetzt aussteigen? Nein, nachher ein Video aufnehmen nachher. Wie du fährst? Handy. Ja, hab ich. Hallo, willst du mitnehmen? Jetzt ein Trabi ist ein Blau lackiert, jetzt, was ganz genau mal erklärt. Ja? Bundeswehr, ja, letztes Mal im Blau. Es gab immer pro Jahr, es gab immer die Farben, sind immer, es gab für jedes Jahr Farben. Verstehst du, da gab es die gelben, waren die 91er und hat man gemerkt, jetzt so ein bisschen, weil die Farben ist so. Und dann sagt die Blau meine letzte Serie. Wenn die zweite Tag diese Farbe hier. Ja. Und dann gab es auch die Grünen, das war, verstehst du? Ja. Weil die haben immer eine Farbe lackiert, aber jedes Jahr eine Farbe immer. Also es gab nur die, verstehst du? Mhm. Und die Blauen meinte zu mir, das waren die allerletzten. Selbstbeteiligung. Das Ding sind Werte für 5 Euro. Ich genug davon ja rum. Ja, bevor du nichts fährst, fährst du auch sowas, ne? Ja, also die Menschen. Egal was die Menschen können in Trümmer liegen, aber ein Auto, Fortbewegung war immer wichtig für die. Auch in Deutschland auch ein VW-Käfer, verstehst du? Da haben die Leute noch Shit gesammelt, aber ein Auto war schon mal. Mäulchen, halt ja den Abstand, hörst du? Den Abstand denn? Oh nein! Euch! Da ist er schon! So leben darf. Ich fand, die starten hier von alleine oder machen die selber? Ich will starten. Nee, der hilft dem beim Starten. Glaube ich. Janni! Du kannst ja von einem Auto zum anderen so gehen. Das ganze Auto wackelt, wenn die beiden sich bewegen, ist das geil. Läuft der schon? Angeberin, das ist so eine olle Angeberin. Die anderen schmeißen den Boliden an, dann machen wir das auch. Da steckt der Schlüssel, genau, nach rechts. Gas geben hilft immer. Und dann gibt es noch diesen Schock. Das ist der kleine Knopf hier. Und der hilft beim Start. Den kann man dann während der Fahrt einfach wieder reinmachen, das ist wichtig. Sonst dauert das Zelt da hinten raus. Zeig mal, das macht Soundcheck und dann geht's los. Das ist so bei mir, ne? So, hast du gesehen? Ja. Dann. Ja, dann war es hier, dann war ja. Okay. Na, jetzt, wenn der Fahrer was jetzt gemeldet wird. Kamera läuft, wenn es jetzt okay, ne? Ja, klar. Warte mal. Erster Gang nach unten. Erster? Ja, ist okay. Test. Jeder, der mich hören kann, aber. Ah, ich bin taub! Oh nee, wer? Thank you.
start. Let's start our tour. First gear, please. Handbrake is released. Gut, Robby, go. Okay, ja? Gut, Robby, go. Also immer noch mal gucken, dass die Handbremsen gelöst sind. Und dann den ersten Gang einlegen und losfahren. Jawohl, jetzt kommt er. Wie gesagt, nochmal ganz herzlich willkommen bei der Trabi World Berlin, bei der Trabi Safari. Er rollt! Wir kommen weg! Himmelblauer Trabant. Vicky Muster gefahren! Also, willkommen, mein Name ist Axel, hier der Mann im Führungswagen. Wichtigste Regel nochmal, Sicherheit geht vor. Ne, alle Verkehrsregeln bitte beachten. Ich warte immer, ich sage immer an, wo es lang geht. Zum Beispiel fahren wir jetzt gleich nach links, bitte auf die Wilhelmstraße. One more time, a warm welcome, Trabi World, Trabi Safari. My name is Axel, here the guy in the first car. Please, you know, safety first, remember. I'm always waiting, telling you where we want to go. For example, a left turn right now after leaving the parking lot. Wir fahren nach links auf die Wilhelmstraße. Hier schon die ersten Paparazzi, keep smiling, ja. You are now one of the attractions. Links rund. Also die Wilhelmstraße, das Gebäude vor uns hier übrigens ist ein Regierungsgebäude, das ist das Bundesfinanzministerium. Und das war schon zur Nazi-Zeit ein Regierungsgebäude. Dort drin befand sich das Reichsluftfahrtsministerium, damals unter Hermann Göring. Also das ist ein Nazi-Bau, eines der letzten Nazi-Regierungsgebäude, die es überhaupt noch gibt, die auch den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Ja, ironischerweise das Gebäude der Luftwaffe. Das wurde aber nicht verschont. Es wurde nicht aus Versehen verschont, sondern man hat es speziell verschont, um es als Orientierungspunkt zu haben. Also für die alliierten Bomber, die nahmen diesen riesen Gebäudekomplex, um zu wissen, wo sie sich überhaupt befinden. In Berlin. Deswegen steht es heute noch. Okay, to the right here, please. The building on the right is the Ministry of Finance of Germany today. It used to be the Ministry of Aviation by Hermann Göring. So where we are right now is the former governmental district of Nazi Germany. Yeah? Behind the wall here on the left, the Gestapo and SS headquarters used to be. Also das ist jetzt Berlin am Hall, natürlich links von uns. Und dahinter befand sich das sogenannte Reichssicherheitshauptamt, also Gestapo und SS-Zentrale von Heydrich und Himmler, Terrorzentrale sozusagen, im Dritten Reich. Aber wir haben ja die Berliner Mauer gesehen, also wir sind hier mit unseren Trabis mehr so an der Nachkriegsgeschichte Deutschlands heute mal interessiert, als Deutschland eben geteilt war. Später dann in zwei Hälften, in Ost und in West, genauso Berlin in Ost- und West-Berlin und West-Berlin war eingemauert durch die Berliner Mauer. Wir haben sie gerade gesehen, links von uns. 28 Jahre lang, ne, von 1961 bis 1989. Right turn, please, we do a right turn. Wir fahren nach rechts hier, bitte. Wir fahren erstmal zum Brandenburger Tor. You've seen Berlin Wall here in the street. We are leaving right now. You know, maybe the wall was here for 28 long years, from 1961 till 1989. And I'm sure you know when the wall came down, the pictures, November 89, Brandenburger Tor, Brandenburg Gate, the Berliner standing on top of the wall for the big party. And now we want to go right now to Brandenburger Tor, so let's go straight on. Ne, wir fahren jetzt zur berühmtesten Sehenswürdigkeit der Stadt, zum Brandenburger Tor, aber zuerst mal hier zum Potsdamer Platz. Das ist die nächste Kreuzung, die wir gleich dann überqueren. Der Potsdamer Platz. Und man muss sich vorstellen, vor 30 Jahren sah das hier noch völlig anders aus. Hier gab es überhaupt keine Kreuzung, hier gab es keine Straßen, hier gab es keine Häuser, hier gab es nur die Mauer. Die war immer noch links von uns, sonst nichts. Das heißt, alles, was wir hier sehen, wurde nach dem Fall der Mauer erst gebaut, in den 90er Jahren und später. Das war die größte Baustelle Europas damals. Und das war auch schon eine Touristenattraktion. Da gab es extra eine Aussichtsplattform, wo sich die Baustelle anschauen konnte. Auch unterirdisch wahnsinnig viel gebaut. Und damals wurden die Baustellen sogar noch pünktlich fertig in Berlin. Das waren Zeiten. So, this is Potsdamer Platz, Potsdam Plaza, Potsdam Square. And this is the former No Man's Land, imagine. Yeah? 30 years ago here, Potsdamer Platz was like a desert. Here was nothing. No houses, no streets, just the wall, still on the left of us.